Okay. Flup, flup. Ich skill gerade mal die ganzen Tracks auf Movement. Das ist was anderes. Na gut, doch, man könnte theoretisch die schwächeren Tracks auf Melee Damage skillen. Also, welcher Track ist eigentlich besser? Ne, der nicht. Ich nehme den Lightning. Ah, 500, genau. Ach stimmt, genau, das ist der, mit dem ich das letzte Mal rumgelatscht bin. Ja. Genau. Den habe ich ein bisschen gelevelt. Ich glaube, den hatte ich ganz zum Schluss noch getamed, kurz bevor ich auch bin. Auf jeden Fall hatte ich einen Hound Lightning geholt. Naja, du, ich würde mal sagen, du nimmst den stärksten Poison. Das ist ja, glaube ich, der hier, 600 irgendwas, gell? Ja. Ja, genau, der muss halt auch noch auf Movement drauf. Ich baue gerade noch ein paar Steinpiller. Oh ja. Dann werde ich nämlich den Eingang ein bisschen zumauern, dass man hier nicht so leicht hochkommt. Das ist keine dumme Idee, ja. Dann würde ich mal sagen, warte, wie viel Tracksattel brauchen wir denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, am Strand sind auch noch, das heißt 9 Stück, dann mache ich die mal. Dann stelle ich mal die Low-Level-Tracks, die hier außerhalb der Base schon rumstehen, mal ein bisschen um die Insel herum. Ja, alles klar. So. Das. So, Trike. Maas, ich kann nur 6 Stück herstellen. Was ist das für eine Kacke? Schwachsinn, Betrug. Kackspiel. Was fehlt denn überhaupt? Hide. Wir haben kein Hide mehr. Doch, wir haben doch hier noch Hide. Ey, ich kann kein verficktes Hide nehmen. So, jetzt. Wie viele habe ich denn jetzt schon gemacht? 2, plus 1, 2, 3. So, ich stelle mal Tracks. Die Tracks hier. Wir haben jetzt hier das Fleisch. Warum schmeiße ich eigentlich die ganze Zeit das Bold Meat weg? Bin ich blöd? Naja, egal. Lassen wir es halt. Ah, Dodo-Kibbel sind so lecker. Ne, es war sogar ein Dodo-Ei, so. Die Dinger kannst du ja auch nichts anfangen. Oh, ich muss noch 3 Sattel herstellen. Meine Güte. Hast du... Hä? Lol, ich dachte gerade, du hast hier eine Wasseranlage reingebaut. Komm ich denn da drauf? Na egal. Ist gerade dunkel geworden, oder? Ja, ist gerade wieder Tag geworden. Ist ja auch egal. Eigentlich, die Nacht ist ja so kurz. Ja. Ich will noch ein... Hoppla. Vector. Großes Tor bauen. So, Trike Nummer 1. Komm mal her. Gehen wir bei dir einfach auf Melee Damage. Was Besserem taugst du nichts. Oh, da hinten ist ein gelber Loot. Na egal, vielleicht kriegen wir den ja noch. Ja, wie machen wir das jetzt? Wo stelle ich den am besten hin? Eigentlich ist das ja einer der schwachen Trikes. Eigentlich, man kann es ja auch so sehen, ist ja eigentlich egal, von wo die uns angreifen, denn der Punkt ist ja der, die greifen uns ja eigentlich nur von der Seite an, wo die Tiere hochkommen können, oder? Genau. Weil eigentlich, die greifen, also wenn hier jemand angreift, dann nur mit Tieren und, ja. Na gut, nee, stimmt nicht ganz, nee. Kann man nicht so sagen, Thylakoleo, ja. Da kommst du, aber kommst du hier da hoch? Ja, doch, könnte funktionieren, aber ja, nee, dann, ich lasse die Tracks, ich verteile die hier oben ein bisschen. Das sollte eigentlich reichen. Ah, nee, hier Melee Damage. Gut, bei den normalen Tracks ist eh eigentlich scheißegal, auf was ich die skille, weil die eh keinen Schaden machen werden. Die sind entweder instant tot oder die werden so lange gestunt, bis sie tot sind. Was auch jetzt sehr, was auch ziemlich schnell geht. So. Aber ich stelle jetzt hier einfach auf. Wo haben wir es? Ey, bin ich doof? Da.
Attack your target, einfach das, weil es am besten ist. So. Kommen den auch. Damit die einfach hier schön eventuell was machen. Man kann ja nie wissen. Oh, der hat sogar schon einen Sattel. Komm mal mit. Jo, wie ich einfach zu schwer, wie die normalen Trikes mich einfach gar nicht tragen können. Ja. Ist schon witzig. So, den hier hin. Passiv, attack your target, fertig. Oh, weiter. So, Fire Trike. Oh, Level 143, komm. Kannst auch mal hier ein bisschen hingestellt werden. So, dich hier hin. Außerdem, ich stelle die auch noch so ein bisschen hin, dass, wenn wir angegriffen werden, dass die dann auch gerade mithelfen automatisch. Ja. Weil dadurch, dass sie ja Attack Your Target, wenn du in der Nähe bist, dann greifen die ja auch automatisch an. Das ist auch gut. So, den Lightning stelle ich hier oben hin. Oder die werden runtergeschossen und gehen dann runter. Ist aber eigentlich... Nee, aber das ist jetzt gut mit den Pillars, wenn du die hier so ein bisschen... Aber das sind ja nur normale Pillars. Ach, ich... Das kann ich irgendwie... Das checke ich irgendwie nicht bei den Projekten von Beam, dass er die Structures Plus Mod nicht mit reinnimmt. Und da dann einfach die paar OP-Sachen einfach deaktiviert, ganz ehrlich. Weil, selbst für ein PvP ist die Structures Plus Mod einfach genial. Kann's nicht anders sagen. Das ist eine super Mod. Da, hast du wirklich schon ein paar Vorteile, die auch was bringen. So, und ich stelle jetzt mal hier die restlichen Trikes hier unten an den Strand so ein bisschen auf. Ist klar, ist ein bisschen auffällig, aber eigentlich, ganz im Ernst, unsere Base sieht man eh von überall. Ja. Selbst ich mit meiner 960 sehe die noch von so sauweiter Entfernung, also da braucht man sich nichts vormachen. Ja, aber ich meine, jetzt kommt ja keiner mehr durch. So leicht nicht, nee. Also dann sollte man ja schon ziemlich viel... Uns so. Manchmal bei uns gibt es ja eh nichts zu holen. Ja, eigentlich nicht, ne. Nicht wirklich viel. Da willst du daran, aber ich hab halt Bock daran, mal so eine Burg hier zu bauen. Ja, ja. Hatte ich noch nie gemacht, deswegen. Passt schon. Ist ja auch okay, brauchen wir ja auch. Die Sache ist halt jetzt, wir brauchen jetzt Alphas, am besten zwei erstmal für den Anfang. Ja, erstmal überhaupt einen, ne? Ja, das geht recht schnell, weil durch ein Lightning... Und der Vorteil ist halt bei den Alphas, da sind die Lightnings wieder geil. Weil du kannst da die Effektivität nicht nach unten drücken. Weil die haben so viel Leben... Gut, na gut, nee, doch, das wird hier auch so sein. Also sie haben so viel Leben, selbst wenn du da ein paar Hits zu viel drauf ballerst, das macht dir gar nichts an der Effektivität, da du nur ein Prime, also Alpha-Meat brauchst, um eins zu zähmen. Das ja, ist dann halt schon sehr entspannt. Und die stehen alle auf neutral. Ja, ich würde sagen, eigentlich so wie das da vorne, du das gebaut hast, reicht ja eigentlich jetzt schon. Dann würde ich sagen, wir könnten eigentlich los. Ja, ich will nur kurz, so, ich räume mal hier den Trike noch aus. So. Das nochmal raus. Auch wenn wir davon genug farmen, aber lieber ein bisschen mehr davon noch als Vorrat als gar nichts. Ja, ich habe gerade welche noch dabei. 520. Hau ich gerade mal hier rein. Ich habe auf einmal nichts mehr an Steinen, ne? Ja gut, das kriegen wir ja schnell wieder gefarmt. So. Also jetzt gleich müssen wir erst das Fleisch besorgen, dann holen wir uns das Alpha-Meat oder stellen das her. Und dann geht's zähmen. Das wird nice. So, so, so. Okay. Upsala. So. Jo, hier sind drei Track-Eck. Okay. Ich lasse dann meine guten Sachen, sag ich mal, hier. Brauchst du nicht, nö. Also die kannst du mitnehmen. Ja, wenn wir jetzt Alphas killen, kriegen wir sogar noch bessere Waffen. Dann setze ich nochmal kurz die anderen Pillars und dann können wir... Es macht. Ich habe schon dadurch, dass ich ein paar Alphas das letzte Mal gekillt habe, ich glaube zwei Stück waren das insgesamt.
Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe das erst nach der Aufnahme gemerkt. Oder ist es mir aufgefallen, dass das Alphas waren? Ich habe zum Beispiel jetzt schon ein Schwert, ein verbessertes. Ist das ein Immortal? Ich guck gerade mal. Ja, ein Immortal mit 270 Weapon Damage und 658 Durability. Einfach aus dem Alpha bekommen. Wenn du das mal aufs Metall hochrechnest, das ist sau teuer. Aber ist doch egal. Ach so, genau, Wasserbeutel. Könnte ich gerade nochmal herstellen. Andererseits, bringen Wasserbeutel was? Ich glaube, sie bringen... Nee, ich glaube, die bringen gar nicht so viel. Wir bräuchten eigentlich einen Fabricator. Da müssen wir, brauchen wir aber Kristall. Gut, das kriegen wir jetzt noch nicht. Da brauchen wir halt einen Alpha. Nee, das Problem ist, mir ist aufgefallen, die Wasserbeutel, die verlieren sau schnell Wasser. Ja. Bräuchte man eine Flasche, ne? Ja. Brauchen wir aber überall Kristall. Ich habe mal 12 Stück hergestellt für jeden 6 Stück. Wir waren noch ganz viele im Inventar. Ich könnte mal auffüllen gehen. Ach so, ja gut. Brauchen wir ja noch nicht. Dann stelle ich für mich einfach hierher. Reicht ja auch. Dann haben wir zumindest mal ein bisschen was auf Vorrat. So, dann brauche ich ja nicht mehr herstellen als 4-5 Stück oder so. Ja, die werden ja eh wieder leer sein, bis wir wieder da sind, ne? Ja, klar, aber du kannst halt so ein bisschen auffüllen. Die hatten ja schon ein bisschen. Ja gut, ich nehme schon mal den Lightning Trike. So, ich gehe schon mal runter zum Wasser. Flup. Die Frage ist halt, wenn die jetzt mit dem Giga kommen, könnt ihr hier über 3 Pillarhöhen einfach rüberlaufen? Keine Ahnung. Deswegen mache ich lieber ein bisschen höher, ne? Ah, lass es so stehen. Das ist, glaube ich, eh shit egal. Wenn da welche mit so fetten Tieren kommen, die haben eh Rocket Launcher. Weil die haben eh genug Ressourcen dann, also. Wir müssen halt wirklich jetzt schnell auf Alphas gehen. So. Wasser wäre aufgefüllt. Fleisch habe ich auch noch dabei. Ah, genau, und den einen Poison Track, den du da nimmst, den müssen wir halt noch ein bisschen auf Movement skillen. Ja, das reicht doch mit den Pillars hier. Sieht gut aus, ne? Mich auch. Also später kannst du dann hier noch zumachen, weil hier kommt man auch noch hoch, aber das machen wir jetzt nicht, das dauert zu viel Zeit. Ah, ja, stimmt. Dann mache ich noch Wasser und dann los. Ja, ja, kannst du hier einfach den Track jetzt nehmen und dann runter zum Wasser, gehen wir eh vorbei. Ich bin jetzt schon unten. Mist. Zack. So. Bist du die ganze fertig. Beine. Ich habe übrigens viel Eisen geholt, ne? Da sind am Schmelzen. Ja, hast du schon reingehauen? Okay. 1.500 etwa am Schmelzen. Nice. Die Steine sind auch schon wieder neu gespawnt, also man könnte jetzt eigentlich schon wieder hacken. Nee, das reicht erstmal. Okay, jo, mein Track hier ist fast vor Max Level. Gut, dahin müssen wir halt auf Movement. Ich habe halt schon 545,6 Movement Speed. Mhm. Also ich habe den eigentlich nur auf Movements geskillt. Auf gar nichts anderes. Hast du alle beide schon draußen? Nee, der steht hier drin, der Poison. Kann ich schon mal rausziehen. Bin gleich fertig. Da der vordere, ja, kann ich auch raus tun. Wir müssen halt sehen, dass wir einen Alpha gekillt bekommen, dann kriegst du, und dass du den killst, ja, dann müsstest du, ich glaube, 45 Level oder so noch mitbekommen. Soll ich mir denn bei dem Track hier einen Bogen und Pfeiler und sowas mitnehmen? Ja, klar. Also, jetzt haben wir so viele Tiere, guck mal, wenn jetzt nicht unbedingt jetzt jemand gleich kommt und alle Tiere killt, selbst wenn wir mit den zwei sterben, haben wir immer noch genug Tiere, das können wir so schnell wieder aufholen, das ist egal. Ja, die Frage ist wegen Pfeile, also Waffen. Ja, nimm einfach mit, ist doch egal, das kriegen wir so schnell wieder hin, das bockt nicht. Ja, stimmt auch wieder, okay. Mhm. Eine Bola wäre noch ganz gut, ne? Ja, stimmt, das kann ich auch nochmal herstellen, was brauchen wir denn dafür nochmal? Ja. Thatchstone Fiber, okay. Ja, gut. War recht. Ja, hole ich halt nochmal welche. Die sind aber schnell hergestellt. Das, so. Das, davon noch was. Das, und jetzt Bola. Was fehlt denn jetzt noch? Fiber. Okay, die hätten wir auch. Da drauf, die Medical Brew dahin. Ja, wollen wir los? Ich stelle während des
Jetzt, wenn wir losgehen. Wir können jetzt zum Trax gehen und dann dort drauf weiter craften. Ich mach das jetzt auch einfach so, warte. Gut so, zack. Bola. Hast du den einen jetzt schon rausgezogen Nein. oder soll ich den Fiat 91er Wie? hier Nee, rausziehen? der steht hier draußen. Da Ich habe die draußen, beide ne? schon Okay. rausgestellt, ja. So, ich stelle jetzt 41 Bolas her. Perfekt. So, ich nehme den Lightning, du den Poison. Hier links ist der Poison. Der ist sogar stärker. Und wie gesagt, bei Level Up nur auf Movement gehen, damit du bis auf 545. Weil ich bin jetzt um einiges schneller erstmal als du. Jetzt ist er hier runtergesprungen. Ich dreh durch. So. Okay, wollen wir Aufnahme starten? Ich bin die ganze Zeit schon am So, Aufnehmen. okay. Alles klar. Kommen wir mal. So. Weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wir gehen Richtung Sumpf. Und ist auch kein Wunder, dass der Indominus Rex weg ist. Den haben die Typen da hinten auch gezähmt. Das ist voll krass. Du sprichst jetzt von den Typen jetzt hier, der danach gleich links kommt, ne? Auf der Seite? Ja, da links, da drüben einfach. In dieser kleinen Bucht, ja. Ja. Ich hab gar nicht gesehen, dass Die die haben da sau Bucht viel. haben. Naja. Die hatten halt einen besseren Start. Jo. Ich will aber erstmal ein bisschen hier weg. Ich will jetzt hier erstmal nichts hier killen wegen den Damage-Zahlen. Oh ja. Komm zu mir. Alpha Petri. Ja. Komm her, den musst du killen. Ich sehe Upsala. schon, ja. Ja, ist halb so wild, du kriegst auch genug Shared XP. Macht nix. Hat ja gar nichts im Inventar. Hast du schon aufgenommen wahrscheinlich, ne? Aus denen kriegst du nichts raus. Das sind die einzigen Tiere, wo du nichts rausbekommst. Also von den Alphas. Außerdem, du kriegst auch nicht aus jedem Alpha was raus. Also, das ist auch, das ist ja auch so die Sache. Du musst da schon ein bisschen mehr killen, als wenn du jeden Alpha, den du theoretisch killst und dann ein Herz oder so bekommst, wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Yo, guck mal, wie viel Zeug hier ist. Ich einmal. Oh ja. Flop. Da hinten ist ein Alpha. Mitkommen, da der Kano. Ja, gesehen. Den natzen wir jetzt mal schön weg. Mit dem Biomorph pronto. Einfach draufballern. Ja, Kano liegt. Guck mal, wie schnell der betäubt ist einfach. Das ist richtig genial. Ja, hau du mal ein bisschen mehr drauf. Damit du jetzt den Kill bekommst. Warte mal, jetzt mal ganz kurz weggehen, ja. Ah, schade, der Biomorph-Fronto hat halt nichts im Inventar. Kacke. Ja, lol. Ja, hassen. Oder? Hast du Ja, ihn? Ja. 18 Level. Genau, nice. Und warte, ich loot ihn mal. Oder ich guck, hoffe mal, dass Ich bin Loot jetzt drin bei ist. 523 Movement, reicht das oder noch mehr? Nee, ich 45. 500. Nee, ich habe auch 4 Level noch. Warte, ich gehe noch mehr auf Movement. Wie viel Movement wollen wir denn machen in Summe? Ich habe jetzt 568. Wobei Hast du doch, was doch, rausbekommen? Guck mal, warte mal, kann ich mal in dein Inventar gucken? Nee, ist nichts drin. Ah, schade, hast nichts bekommen, schade. Okay, komm, weiter. Ich habe jetzt auch 568 Movement. Nice, perfekt. Oh ja. Was ist das? Hast du Fleisch? Wir brauchen Fleisch. Gib mir mal Backup, komm mal mit. Wir zähmen uns jetzt ein Eternal Bronto. Ein Eternal Raptor. Ja, ich sehe ihn gerade. Ja, wir müssen irgendwas killen, ne? Nein, nein, ich hab schon. Hast Wir schon? haben Prime Meat, das reicht. Wenn nicht, hole ich gleich nochmal was von dem Bronto. Ich hab gerade den, Ja. So, komm. Jo, das Vieh haben wir. Nice! Eternal Raptor. Raptor Sattel, accept. Nice, Level 299. Und das Vieh ist richtig geil. Und mitkommen. Der Lightning Strike Jo! ist Level 320. Wollen wir den tamen? Nee. Einfach so nebenbei, weil 320er können wir gut gebrauchen.
Lass den dann einfach mal hier, das können wir später machen. Ja, komm, den Raptor nehmen wir auch mit. Wir wollen ja gerade töten und nicht hier zähmen. Also, aber wenn du diese Dino-DNA oder Herz bekommst, sofort in dein Inventar einfach mal reinmachen. Gut, eigentlich macht es keinen Unterschied, aber da hat man einen besseren Überblick mal. Ja, okay. Wo ist der Raptor jetzt eigentlich? Kommt. Ach, da. Warte mal, ich habe eine Idee. Weil ich mich hier in der Gegend aber schon recht gut auskenne. So, komm mal mit, Raptor. Oh ja, hier ist gut. Raptor, komm mal her. Nicht verstecken, oder was? Oh, ist der doof. Ja, der soll mal hier reinkommen. Jetzt komm doch, du Kackvieh. Mann, bist du denn bescheuert, ey? Was ist denn leichter? Nee, guck mal. Scheiß KI. Mensch, komm doch hier rein, du dummes Vieh. Das ist auch wieder so ein Kack an den Internal Mod. Das Vieh ist zu schnell. Komm doch mal her. Ja, danke. So, bleib hier stehen. Blödvieh. Wo bist du jetzt? Ich bin noch kurz das Ding zähmen gegangen, während du jetzt auf den Dings weggebracht hast. So, ja, ist, okay. Das da vorne an der Stelle ist aber doof. Na gut, vielleicht überlebt's ja, keine Ahnung. Da waren es letztes Mal 3 Brutmutter, nur zur Info. Ach, ich wurde auch einmal von einer gekillt. Ja, Mann, so, komm hier entlang. Sag hier an allen möglichen Feste, ey. So, bei dir? Ja, das ist ja jetzt nicht... So, weiter. Wir gehen jetzt Richtung Berg. Okay. Hier war es letztes Mal auch ein Alpha-Wolf. Der war, so einen hätte ich natürlich auch gern gezähmt. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Wir müssen halt... Oh, da hinten ist ein... fuck. Ich hätte jetzt gesagt, komm, lass den Lightning Rex zähmen, aber da ist ein Prime, Säbelzahntiger. Und der haut uns weg, oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten es schaffen, aber, da oben ist ein Prime Mantis. Da oben ist ein Prime Argentavis. Ja, sag an. Ja, komm, wir müssen hier... Wollt den Rex nehmen, oder den Roten? Nee, da ist ein Prime. Ich will mich erstmal mit Primes noch nicht anlegen. Prime sind noch stärker, oder was? So stark sind die nicht, nee. Ich habe das festgestellt auf meinem Server, so stark sind die gar nicht. Also es hält sich in Grenzen, ist noch akzeptabel, muss man wirklich sagen. Also die Balance ist bei den Alphas und so jetzt schon, die ist voll in Ordnung. Nein, das ist ein Prime Argentavis. Ja, komm, das Risiko gehen wir jetzt ein, ganz ehrlich. Biberdamm, ich loote mal kurz. Oh nee, oh echt? Ja, warum? Okay, wovor hast du Angst? Na, die Biber können wir platt machen, ne? Also vor den Biber habe ich gar keine Angst. Ja, lass sie weiter, einfach weiter. Wir müssen, auch wenn der schnell ist, aber ich glaube nicht, dass er uns angreift. Ich hoffe, hier ist halt ein... Ne, hat den Raptor. Ja, Terrorbird, so. Liegt er nicht. Was, der ist schon down, lol. Okay, komm, drauf da. Ja, lol. Aber guck mal, wie viel Leben der einfach hat. Das ist schon krass. Nice. Ja. Wo ist er hin? Hinter mir. Ach da, der ist weggeflogen. Und, irgendwas drin? Verdammt, ich hab ne... Hast du was im Inventar? Ich hab sonst so... ich gehe jetzt mal auf Melee Damage. Verdammt, guck, das ist halt jetzt so die Sache. Du musst halt auch einige killen, um. Oh, nein, der Drache, Vorsicht. Ja, ich seh's. Das ist ein Prime-Drache, verdammt. Hey, komm mal her. Terrizino, komm mal her. Welches Level hast du? Na, Level 100. Geh weg. Nicht killen, oder was? Na, lass es. Lass ihn einfach rumrandalieren. Der haut mich. Wie gibt's Damage? Ja, lauf doch einfach weg. Ja, dann hau ihn kurz drauf. Dann ist er sofort betäubt. Das ist nur ein Eternity, auch wenn er im Gesamten stärker ist als der Trike. Haben wir ihn zähmen? Nee, ist zu schwach. Level 100 ist zu schwach. Kannst du killen, wenn du willst. Mehr aber auch nicht. Was noch ein Alpha? Ach nee, kein Alpha. Nee, ich will nicht Richtung den Prime gehen. Oh ja, da vorne ist ein Lightning. Ist das ein Lightning Rex?
Nee, das ist nur ein normaler Rex, schade. Okay, hier vorne ist ein Prime. Oh ja, das ist was Großes. Oh. Oh, was ist denn das da? Das ist ein Prime Giga. Prime Giga und ein Feuergolem, oder was? Ja, das ist ein Lava Golem, den kannst du nicht zähmen und das sind zwei Biomorph Protoss und ein Poison Drake. Lol, und der Drache ist sowieso ein, hier so ein schlafender Kollege, ne? Ja, lass ihn mal auch gerade wegholen. Ja, lol. Wo? Oh. Nee, doch nicht. Hä, was? Nee, der Raptor hat in den Trike drin gestuckt. Ja, die wäre. Aber ja, komm, weiter. Wir gehen hier an der Action einfach vorbei. Da ist noch ein Giga. Ey, hier ist ein... Ja. Ist das ein normaler Giga? Ja. Nein, das ist ein Poison! Geh weg! Wohin? Das ist ein Poison Giga! Oh, hier ist noch ein roter Giga. So ein... Nee, so ein... Wie hast du gesagt? Das ist dann Fire Element. In Dominox Rex oder sowas hier rechts von uns. Hast du denn wo? Ah, der läuft doch da durch den Sumpf. Man sieht immer die rote Schwanzspitze. Der ist übelst schnell. Ja, das ist ein Alpha in Dominox Rex, ja. Ein Alpha. Okay. Ja, so heißen die. Eigentlich in Dominox Rex reicht ja eigentlich. Das wird auch schon reichen, weil es den ja im normalen Arknet gibt, aber scheiß drauf. Oh Mann, ey, was geht hier gerade ab? Naja, ist schon krass hier. Ja, da hinten ist ein Alpha-Kano. Den können wir locker wegnatzen, ohne Probleme. Naja, darum geht's ja eigentlich gar nicht. Wir dürfen halt nicht zu viel auf einmal angreifen, weil das könnte ein bisschen problematisch werden, aber... Da links ist noch ein Alpha-Kano. Da unten ist schon wieder ein Prime-Säbelzahntiger. So, komm. Truff da! Ja, nice. Passt. Ja, geh mal weg. Ja, sorry. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich habe mich festgebuggt. Nein, ich will das nicht. Ich würde schon den nächsten angreifen. Ja, kannst du machen. Ich muss den hier abbauen. Das kann ein bisschen dauern. Na, doch nicht. So viel dauert es doch gar nicht. Ich mag, geh gerade auf Melee Damage. Mal eingeschläfert hier. So. Ich komme. Ach, der Terizino, welches Level hat der eigentlich? Warte, ich guck mal. Level 40, nee.